So, herzlich willkommen zurück zu XCOM 2 Where of the Chosen. Ja, hier waren wir stehen geblieben und ich werde jetzt erstmal auf Vorräte gehen, damit ich dann auch mal was bauen kann. Und danach auf Rekruten, wenn nicht noch was anderes kommt. Los geht's. Das Ergebnis dieser Forschung kann unseren Fortschritt nur vorantreiben, Commander. So. Jetzt könnte ich Magnetwaffenforschung ist verfügbar, Modularpräzisionsgewehr. Was? Aha, das muss ich jetzt extra machen. Okay, das wusste ich gar nicht. Und Waffenverbesserung verfügbar. Okay. Commander, während unserer Forschung haben wir einen erstaunlichen Durchbruch geschafft, der uns weitere Forschungen ermöglicht. Wenn wir diesen Pfad beschreiten wollen, sollten wir dies jedoch unverzüglich tun, sonst fürchte ich, dass diese Gelegenheit verstreichen wird. Ja, also entweder ich erforsche das jetzt und wenn ich das nicht mache, dann verfällt das. Also wir müssen sofort beginnen, die Technologie Modularpräzisionsgewehr zu erforschen, um unsere Chance nicht zu vergeuden. Naja. Früher war das automatisch mit drin bei der Erforschung, jetzt wohl nicht mehr. Wie lange dauert denn das? 5 Tage? Das ist natürlich Kacke. Aber mache ich. Unsere Wissenschaftler werden sofort loslegen, Commander. So, dann kann ich Meine weiter Frau scannen. sitzt Edwin zum Schu Okay, Raum ansehen. Jetzt könnte ich da rein theoretisch von was bauen. Soll ich echt das bauen? Ich möchte das ja gar nicht bauen, ne? Wenn ich jetzt das hier baue, da würde ich dann schon 46 Vorräte bekommen und Alien. Ja, soll ich nicht? Ich möchte eigentlich mit was anderem anfangen. Guerilla-Taktikschule. Soll ich die bauen oder nicht bauen? Ich weiß es nicht. Soll ich nicht? Weil Energierelais bringt mir hier gar nichts. Ach, ich mach das, ne? Warum kann. Ach so, Trainingszentrum kann ich gar nicht. Stärkere Bindung zu den Soldaten aufzubauen und zusätzlich taktische Fähigkeiten zu erwerben. Ja, das brauche ich auch. Ach, ich mach Wir fangen das. mit den Arbeiten an der neuen Einrichtung an, Commander. Ich melde mich, wenn sie bereit ist. So, 7 Tage dauert das Ganze. Na dann. Habe ich schon wieder keine Vorräte mehr. Naja. So, das ist auch fertig. Ja, hier kann ich jetzt gar nichts bauen. Dann würde ich sagen, dann fange ich jetzt hier an. Genau, dann bin ich gleich bei den Energiespulen. Die liegen ja richtig günstig. 20 Tage dauert das. Die Ergebnisse unseres Durchbruchs sind ziemlich faszinierend. Modularprozent. Trotz anfänglicher Bedenken in Bezug auf die Ausgewogenheit wird es unser Durchmesser ermöglichen, alle Präzisionsgewehre mit zusätzlichem Waffenverbesserungsplatz zu versehen. Mit einem zusätzlichen? Ach so, das war jetzt das Ergebnis. Alles klar. Ja, dann mache ich jetzt die Widerstandskommunikation. Ich werde sofort mit der Forschung beginnen. So, gibst du mir jetzt die Vorräte noch oder nicht? Strategische Ressource gefunden. 51, na gut. Höhere Regionseinnahmen, höhere. Ich muss erstmal ganz kurz gucken, wann ist denn. Ja, Mensch, das würde echt gut passen. Ich mach das. Erwähnen
Ranger berechnet neuen Kurs. Ich werde hier sowieso nicht mehr lange rumscannen können, schätze ich mal. Sie sind zu naiv, John. Die Scharmützler sind von Advent. Advent ist der Feind. Der Feind ist Nahrung. Erwähnen Sie das nicht bei unserem Treffen, Volk. Sie sind auf deren Seite? Nach allem, was wir durchgemacht haben? Hören Sie, ich ziehe nicht mit Ihnen um die Häuser, aber Sie haben Ihren Teil der Abmachung gehalten. Was ist mit Ihnen? Das sehen Sie noch. Volk, Ende. Wahrscheinlich tauchen Sie auf. Commander, das war Konstantin Volikov. Volk für seine Freunde. Er und seine Schnitter hatten großen Anteil daran, dass Sie heute hier stehen. Er wirkt vielleicht etwas schroff, aber man kann ihm vertrauen. Er führt eine der drei unabhängigen Widerstandsgruppen an, die eine echte Gefahr für Advent darstellen. Zusammen wären sie verdammt schlagkräftig. Ein Jammer, dass sie sich hassen. Trotzdem hatten wir unerwarteten Erfolg. Volks Schnitter haben sie zwar gefunden, aber sie hatten Hilfe. Sie haben Hinweise von einer Gruppe von Advent-Abtrünnigen bekommen, den Scharmützler. Aufgrund ihrer Vergangenheit ist niemand scharf darauf, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Aber ohne sie wären sie jetzt nicht hier. Die Schnitter und die Scharmützler wollen die Feindseligkeiten einstellen, wenn sie als Vermittler agieren. Die beiden werden sich nicht so schnell vertrauen. Suchen wir uns einen ruhigen Ort auf neutralem Boden. Trotzdem sollten wir kein Risiko eingehen. Wir wissen nicht viel über dieses Gebiet und empfangen seltsame Funksprüche. Und wir beenden heute eine jahrzehntelange Blutfehde. Ich würde unsere Soldaten anweisen, auf alles vorbereitet zu sein, Commander. Viel Glück! Ein paar meiner Leute brauchen Unterstützung. Sollte nichts Wildes werden. Was sagen Sie? Ja, Commander, wir müssen zwischen zwei Widerstandsfraktionen vermitteln. Okay. Zwei verhassten Gruppen wieder zusammenführen. Ich bin nicht sicher, wie lange unsere Kontakte auf uns warten werden, Commander. Ich schlage vor, so schnell wie möglich zu handeln. Alle verfügbaren Soldaten stehen bereit. Ja, das heißt so viel wie sofort. Bedeutet, für diesen Auftrag bekomme ich einen Wissenschaftler und 85 Informationen. Okay, ja, dann wollen wir den Einsatz mal starten. Setze Kurs auf Sektor 9, die westliche USA. Jede Fraktion hat zugestimmt, sich von einem Zwei-Mann-Trupp zum Treffpunkt eskortieren zu lassen. Hoffentlich können wir so verhindern, dass sie sich gegenseitig umbringen. Für die Dauer des Treffens haben wir zwar eine vorübergehende Waffenruhe vereinbart, aber wir sollten dennoch auf alles gefasst sein. Mal gucken, was habe ich denn hier? Sofort töten. Das erste Nachlassen kostet keine Aktion. Also ich würde gerne... Wie viel Zielsicherheit hast du denn? 79. Ich mach das bei ihm. Okay. Was soll's. Zingerweitung wird immer ein vergrößert. Jawohl. Oh, das habe ich sogar noch mal. Ach nee. So. Bei dir. Sofort zu töten. Na gut, warum nicht? Ja, ihr beide habt hier sowieso schon diese Teamfähigkeit. Trupp aus nächster Trupp.
Kaspar für Jim Allen, den Ranger. Okay, das passt auch. Das passt auch. Ja, dann können wir gleich loslegen, würde ich sagen. Ne? Passt alles. Grünes Licht für Teameinsatz. Na, lassen wir uns mal überraschen, was da auf uns zukommt. Die Schnitter und Scharmützler gehen einander seit Jahren an die Kehle. Deshalb halten wir den genauen Treffpunkt geheim. Teilen Sie sich in zwei Trupps auf, treffen Sie sich mit jeder der Parteien und bringen Sie die Vertreter direkt zum Ort des Treffens. Offiziell existiert diese Stadt nicht mehr. Daher rechnen wir mit keinem großen Widerstand von Advent. Halten Sie aber dennoch die Augen offen. Wir sind seit 20 Jahren nicht mehr dort gewesen. Oh, das ist eine lange Zeit. 20 Jahre. Na, dann wollen wir mal. Zu den ersten Koordinaten vorrücken. Firebrand und das zweite Team begeben sich zur nächsten Absprungzone. Orte zunehmende biologische Signaturen im Gebiet voraus. Dann sind wir hier wohl richtig. Wachsam bleiben da draußen. Nur weil die Stadt verlassen ist, heißt das nicht, dass hier nichts mehr lebt. Falls Sie Hunger haben, gibt es noch mehr, wenn Sie wollen. Beeindruckende Reflexe, aber unnötig. Ganz ruhig. Wir sind hier alle Freunde. Sie sind hier sicher. Mehr als Sie vielleicht glauben. Wir werden sehen, ob das auch für Ihre Scharmützler gilt. Ihre Präsenz stört sie bereits. Wir müssen uns beeilen. Meine Leute kümmern sich um dieses Lager. Na los! Übertrage jetzt die Treffpunktkoordinaten. Wir haben den direktesten Weg geplant. Über den Scharmützler-Kontakt, mit dem Sie sich treffen werden, wissen wir nicht viel. Außer seinem Namen. Mox. Mox! Pratal Mox. Seine Todestrupps löschten im ersten Jahr des Krieges ganze Lager meiner Leute aus. Und sie wagen es? Ich bin sicher, dass auf beiden Seiten Blut geflossen ist. Darum findet diese Vermittlung ja statt. Schnitter werden in den Schatten geboren. In der kalten, harschen Welt dort draußen. Wir setzen auf Tarnung und Langstreckenangriffe. Und unseren Scharfschützen können selbst die besten XCOM-Soldaten nicht das Wasser reichen. So, jetzt haben wir das erste Mal Kontakt mit den Schnittern. Das ist jetzt von einem Soldat, der mir gehört. Schnitter setzen eine fortschrittliche Form der Tarnung namens Schatten ein, die nur durch das Ausführen von Aktionen gebrochen werden kann. Aufeinanderfolgende Aktionen erhöhen die Chance, entdeckt zu werden. Im Schatten haben Schnitter eine erhöhte Mobilität und ihre Feinde einen kleineren Entdeckungsradius. Sehr mächtig. Gefällt mir. Da gehe ich gleich mal richtig nach vorne, würde ich sagen.
Aber so weit können die anderen eh nicht laufen. Deswegen, wo gehe ich denn mal hin? Ich gehe mal erstmal bis hierhin. Das muss reichen, oder? Oder bis hierhin? Ah, oh, bis hierhin ist auch gut. Ich gehe mal bis dahin. Verstanden. Diese beschädigten und jahrelang unbenutzten Geräte weisen immer noch Spuren instabiler Strahlung auf. Ich mag mir ihre ursprüngliche Funktion gar nicht ausmalen. Wir haben sie gesehen, Doktor. Seien Sie froh, es verpasst zu haben. Die zwei arbeiten zusammen wie Teile einer Maschine. Solange wir sie gemeinsam auf dem Schlachtfeld einsetzen, werden sie diverse taktische Vorteile erlangen, je stärker ihre Bindung wird. Ja, das ist jetzt hier diese Kameradschaft, was das für Fähigkeiten. Soldaten mit Bindung erhalten taktische Vorteile, wenn sie in der Nähe ihres Kameraden bleiben. So, da unten sieht man so einen grünen Slot. Das heißt, ich kann jetzt einen Zug, wenn ich meine, meinen komme ich nicht weiter, einfach den anderen übergeben. Das wird dann später noch besser. Man kann die Bindung nämlich noch stärker machen. Allerdings, wenn einer von den beiden stirbt, hat das auch negative Konsequenzen. Also von daher nicht nur vorteilhaft, ne? Hm, da gibt's gar keine Deckung. Oh, dann gehe ich mit ihm mal hier hin. Los, los, los! Keine Zeit zum Trauern. Wir sind nicht allein. Diese Dinger, sie sehen immer noch aus wie Menschen. Was einst menschlich war, ist seit Jahren tot. Es bleibt nur noch die Alien-Seuche. Nur einer ist, werden weitere folgen. Zögern Sie nicht, sie zu vernichten. Die DNA dieser Kreaturen ist in ihrer Mutation weit davon entfernt, menschlich zu sein. Vielleicht, weil sie so lange der Alien-Strahlung dieser Kapsel ausgesetzt waren. Ich kann allerdings nicht nachvollziehen, warum sich jemand dem aussetzen sollte. Nach dem Sturz der Regierungen mussten Millionen hungern. Viele flüchteten in Städte wie diese, auf der Suche nach Nahrung. Sie missachteten die Warnungen. Die wahre Stärke dieser Kreaturen liegt in ihrer Zahl. Wie Sie sehen, fallen sie schnell. Wenn wir unsere Schüsse gut platzieren, werden wir sie besiegen. Ja, so ist das. Also ich kann so lange auf sie schießen, bis ich verfehle oder sie nicht ganz töte. Dann ist ein Zug beendet. Dann kommt erst der zweite. Man hat ja zwei Züge, ne? Und Granaten kosten eine Aktion. Also das zählt dabei nicht. Gut, aber das kenne ich ja schon. Also komm, den triffst du auch noch. Prima. Abschuss. Abschuss. Ja. So, wir müssen da irgendwie durch. Ja, dann würde ich sagen, dann geh du schon mal dahin. Okay. So, da ist einer. Der muss natürlich dringendst weg. Dann stelle ich ihn mal hier hin. Ich mache mich auf den Weg. Wie sieht's mit dir aus? Siehst du da einen? Ja? Verstanden, rücke aus. Weil ich würde ihn gerne in den Schatten lassen, den Schnitter. Tja, versuch mal. Sehr gut. Da kommt schon die nächsten. Ah, so, ist ja. Na gut, dann muss ich das wohl machen. Vielleicht bleibt der ja drin. Tod den Invasoren!
nicht aufgedeckt. Okay. So, dann gehst du schon mal vor. Ich würde sagen, bis hierhin. Gehe dorthin, wo ich gebraucht werde. Sind diesen Wesen schon mal begegnet. Sie scheinen zunächst geistlos, aber ihr Gehör ist gut. In großer Zahl können sie tödlich sein. Ziel ausgeschaltet. Abschuss bestätigt. So, einmal nachladen habe ich ja kostenlos. Bestätigt der Abschuss. Und den auch noch. So, du bist dran. Die Frage ist, ob du von hier sehen kannst. Wahrscheinlich nicht, aber von hier, ne? Begebe mich zu dieser Position. Er sieht immer noch keinen. Na gut, dann bist du jetzt mal dran, würde ich sagen. Okay, du kannst eigentlich jetzt auch nichts mehr machen. Jetzt habe ich diesen Vorteil sowieso weg. Dann kann ich auch jetzt mal nachladen. So, dann gehst du mal dahin. Bestätigt. Jetzt bist du dran. Unterwegs. Na gut, dann lad mal nach. Lade nach. Eine ganze Stadt voller Menschen, zurückgelassen, um zu diesen Dingern zu werden. Ja, jetzt können wir ihnen nur noch die Erlösung durch den Tod geben. Da machst du Krach. Warum denn? Weil er durch die Scheibe hüpft, muss das sein? Ach Mensch. Evakuierungspunkt ist in der Nähe, aber diese Dinger wollen es ihnen wohl nicht leicht machen. Wir erreichen ihr Advent-Haustier schon noch rechtzeitig. Nähere mich der Zielposition. Da stand stand der Kollege im Weg. Deswegen. Nee, da geht er durch die Scheibe. Hier aber nicht. Okay. Ich vertraue ihnen. Okay, dann stell du dich mal hier hin. Da hast du eine gute Schussposition, eventuell. Ich stehe zu Ihren Diensten.
Kreaturen sind noch schlimmer als Advent. Sie haben keinen Zweck und keine Angst. Sie existieren nur. Wenn wir die Aliens nicht bald besiegen, werden wir auch nicht mehr sein als sie. Ziel los! So, jetzt werde ich mit Sicherheit welche aufdecken. Na dann, wollen wir mal. Na, ich fange mal mit den größeren an. Das war Käse. Okay, dann bist du jetzt dran. Also, ihr seht ja nichts. Nähere mich der Zielposition. So, jetzt aber. Mach sie weg. Das gibt's doch gar nicht. Tja, dann musst du jetzt ran. Das tut mir leid. So, jetzt ist er aufgedeckt. Ja, und jetzt kämpfen wir auf. Volk lässt grüßen. Meine Munition ist fast aufgebraucht. Kehre zu deinen Göttern zurück. So, jetzt kann ich einmal nachladen. Meine Munition ist alle. Und jetzt kann es losgehen. Das ist der letzte. Das unausweichliche Schicksal der Aliens. Jetzt und Feuerschutz. Wir riskieren alles für diesen Pratal Mox. Wenn er nicht das ist, was Sie sagen, werde ich ihn eigenhändig umbringen. Ich freue mich jetzt schon auf das Treffen. Feind neutralisiert. Ja, ich glaube, mit der Pistole ist hier besser. Und ihn noch. Feind eliminiert. So, jetzt geht er mal dahin. Okay. Ja, siehst du, sieht er nämlich noch ein. Reicht nicht. Messwerte in ihrem Gebiet sind sauber. Es nähern sich keine Kreaturen mehr. Fürs Erste. Dann nichts wie weg hier. Schnell weiter zum Evakuierungspunkt. Muss nachladen. Wechsle Position. So, nachladen und dann geht's in den Kreis rein. Central, biologische Signaturen gruppieren sich zu einer einzelnen Masse, die sich dieser Position nähert. Ein Schwarm. Wir müssen weiter, bevor er hier eintrifft. Auf dem Weg. Und du auch da rein. So, haben wir's. Gut, der Weg sollte jetzt frei sein. Der zweite Trupp ist schon auf dem Weg zum Mox. Rücken Sie zum Treffpunkt vor und warten Sie dort. Oh, wir werden dort sein. Mhm.
So, dann werde ich an dieser Stelle das Ding, die Folge beenden, weil das ist eine sehr lange Mission und melde mich dann gleich wieder. Bis dahin und tschüss.